Hallo, der Darm ist der Dirigent unseres Hormonsystems. Er produziert oder reguliert viele wichtige Hormone unseres Körpers. Auch erholsamer Schlaf fängt im Darm an. Mehr dazu erklärt dir nun Dr. Sandra Weber, Ärztin und Expertin für Darmgesundheit. Mit ihr hat Hormoncoach Rabea Kies gesprochen. Neue spannende Videos findest du bei uns mehrmals pro Woche. Abonnier doch unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind ja auch in einem, ja, Hormonkongress und deswegen Ja. finde ich das auch so spannend, mal diesen Bogen zu schlagen und wie Darm und Hormonsystem sich gegenseitig auch beeinflussen. Ja, welchen Zusammenhang gibt es denn da? Also das ist sehr, sehr spannend. Da wie soll ich sagen, wachsen gerade die Informationen aus der Wissenschaft. Das macht unheimlich Spaß, da zu sehen, was sich da gerade alles entwickelt. Denn der Darm wird inzwischen wirklich mit als Hauptakteur im ganzen endokrinen System betrachtet, also im hormonellen System. Das kann man sich vorstellen wie ein Dirigenten, der dieses ganze Hormonorchester dirigiert und organisiert. Und unter anderem produziert der Darm dabei oder werden im Darm dabei selbst Hormone produziert, wie eben Schlafhormon, Melatonin, aber auch die Glückshormone, Dopamin und Serotonin. Der Darm reguliert aber auch andere Hormone, die quasi ortsfremd produziert werden, wie Schilddrüsenhormone oder Östrogene. Und dadurch hat die gesamte Darmgesundheit, insbesondere das Darmmikrobiom, extremen Einfluss auf den gesamten hormonellen Kreislauf und natürlich dementsprechend sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme oder auch, wenn alles in Balance ist, natürlich, dass alle Körperfunktionen super funktionieren. Und andersrum hat natürlich ein hormonelles Ungleichgewicht, was nicht immer durch Darmerkrankungen entstehen muss, auch wieder Einfluss auf die Darmfunktion. Ja, Also es ist sehr extrem. wie so ein Das ist, Kreislauf. bedingt sich beides gegenseitig, verstärkt sich beides gegenseitig. Das Schöne ist, dass man meistens für beides dieselben Auslösefaktoren hat und dementsprechend auch in der Behandlung dann relativ schnell sowohl das Hormonsystem als auch die Darmgesundheit gleichermaßen wieder in Balance bringen kann. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das ist ganz, ganz spannend und Ja. eigentlich toll, weil man dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Genau. Das, wenn man ganzheitlich denkt, muss man immer dazu sagen. Wollen wir vielleicht da tatsächlich mal so ein bisschen tiefer einsteigen? Also was sind denn so die wichtigsten Hormone? Du hast schon ein paar angedeutet, die vor allem eben im Darm reguliert werden oder auch produziert werden. Also es werden über 30 Botenstoffe im Darm produziert, ganz, ganz viele verschiedene. Und so die Kernhormone, die ich immer ganz wichtig finde, sind eben die Glückshormone, weil das natürlich auch einfach viel mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat. Das wird ganz oft unterschätzt, was dann eben natürlich auch über die Ernährung gelenkt werden kann, also Serotonin und Dopamin. Da werden über 90% im Darm produziert, zumindest auch Vorstufen dieser Hormone. Und aber auch wenn man unter Schlafproblemen leidet, da spielt dann Melatonin als Schlafhormon eine ganz große Rolle. Das sorgt dafür, dass wir müde werden, wenn es dunkel wird, dass wir gut einschlafen können, dass wir aber auch gut durchschlafen können. Melatonin besteht wieder oder die Entstehung von Melatonin läuft wieder über Serotonin. Das heißt, wir brauchen Bakterien, die Serotonin produzieren können. Das ist das eine. Und dann natürlich Dopamin und Serotonin selbst als Wirkstoff, die für unsere emotionale Stimmungslage sorgen und auch mit unserem Gehirn ganz eng kommunizieren. Das sind so die Stoffe oder die Haupthormone, die im Darm produziert werden. Und dann ist es aber eben auch so, dass der Darm wirklich beeinflussen kann, wie viel aktivierte Hormone vorhanden sind und wie viel deaktivierte Hormone vorhanden sind. Das ist beim Östrogenkreislauf und auch bei den Schilddrüsenhormonen noch ein ganz wichtiger Aspekt, wie er da quasi so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat und auch diese Kreisläufe mitreguliert. Ich denke, also okay, also ja, das sind alles so unendlich wichtige Hormone, wenn ich mir das mal so überlege. Also gerade das Melatonin, unser Schlafhormon, ist ja so ein wichtiges regulierendes Hormon Ja. auch, ja, weil wir ja eben in der Nacht diese ganzen Reparaturprozesse, regenerativen Prozesse auch durchgehen.
Genau, also auch das Melatonin ist ja auch ein ganz wichtiges Antioxidant. Also wenn wir hier zu wenig produzieren, bedeutet das für den Körper immer mehr oder weniger Stress. Und das heißt, gesunder Schlaf ist wichtig für die Gesundheit, das weiß sowieso jeder, aber dass eben auch die Darm, das Darmmikrobiom beeinflusst, wie viel Schlafhormon vorhanden ist und wie dann dementsprechend natürlich auch die Schlafqualität am Ende ausfällt und wie viel Zeit und Gelegenheit der Körper bekommt, sich zu regenerieren und alles auf Trab zu halten. Tja, und ich glaube, das haben viele so gar nicht irgendwie im Kopf. Nein. Na, dass sozusagen guter Schlaf möglicherweise sogar im Darm anfängt. Ja, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Faktoren, die zu Schlafschwierigkeiten führen können, genauso wie bei Depressionen, die liegt nicht immer im Darm. Aber das ist ein Rädchen, an dem man immer drehen sollte, wenn man Schlafprobleme hat oder auch mentale Angststörungen, Depressionen oder ähnliches hat. Das darf man nie unterschätzen. Denn auch andersrum, zum Beispiel weiß man, dass Schichtdienst oder generell unregelmäßiger Schlaf wiederum negativ auf die Darmflora wirkt. Das heißt, das bedingt sich auch wieder im Kreislauf. Und umso wichtiger ist es zum Beispiel für jemanden, der im Schichtdienst arbeitet, als kleiner Exkurs, der hat ja quasi, sage ich mal, dieses Trädchen Schlaf nicht so optimal in der Hand, an dem er gut drehen kann, weil er hat einfach berufsgebunden einen unregelmäßigen Schlaf. Umso wichtiger ist es, dass er dann auf anderen Wegen die Darmgesundheit stabilisiert, damit das eben nicht zum Problem wird. Und wie das geht, da sprechen wir gerne später nochmal drüber. Ja, gerne. Genau. Und dann wiederum würde mich jetzt aber nochmal durchaus ein bisschen genauer interessieren, wie das mit den Schilddrüsenhormonen ist. Denn so viele Frauen haben Schilddrüsenprobleme. Und es wird natürlich schnell mit Thyroxin gearbeitet. Aber wenn du jetzt sagst, da besteht eine ganz enge Verbindung auch zum Darm, dann müssen wir da noch ein bisschen mal genauer drauf eingehen. Was genau passiert denn da im Darm mit den Schilddrüsenhormonen? Ja, also das ganze Schilddrüsensystem ist ja ein sehr komplexes System. Wir fangen ja dann an mit dem Hypothalamus, mit der Hypophyse und dann letztendlich erst der Schilddrüse. Und selbst wenn das alles funktioniert, kann es trotzdem zu Schilddrüsensymptomen kommen, weil was im Darm nicht stimmt. Man muss sich das so vorstellen, der Hypothalamus gibt der Hypophyse Befehle, die Hypophyse gibt der Schilddrüse Befehle und die Schilddrüse produziert dann die letztendlichen Schilddrüsenhormone. Das sind zum einen T3 und T4, also das T4 ist das inaktive oder das inaktivere Schilddrüsenhormon, wenn man es genau nimmt, und T3 das aktive, das heißt, die Schilddrüse produziert beides. Und aus dem T4, das lebt oder überlebt so ein bisschen länger als T3, wird dann nach und nach auch irgendwann T3 gebildet, also das aktive Schilddrüsenhormon, das dann unseren Zellen richtig schön Energie gibt. Und diese Umwandlung von T4 zu T3 findet zum einen im Blut statt, zum anderen direkt in den Zellen, aber zu 20% auch im Darm, und zwar durch Enzyme, die Darmmikroben, also Darmbakterien, produzieren. Und wenn man jetzt ein Ungleichgewicht in... Wie bitte? Und in der Leber. Ja, also in sämtlichen verschiedenen Körperzellen. Und wenn man jetzt ein Ungleichgewicht in der Darmflora hat und dementsprechend diese Bakterien nicht dieses Enzym produzieren können, dann gehen schon mal 20% T3 verloren. Das heißt, die Schilddrüse kann kerngesund sein und trotzdem können wir Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel haben. Und das wird so oft unterschätzt. Dann wird gesehen, die Frauen haben Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion, da gibt man dann L-Thyroxin, aber der Darm kann das gar nicht umsetzen und gar nicht in T3 umwandeln. Und es wird nie zu der Aktivierung kommen. Und da muss man eben in den Darm gehen, die Darmflora sanieren, ausgleichen, aufbauen, stabilisieren, damit diese Umwandlung ganz natürlich und zuverlässig wieder stattfinden kann. Und da ist natürlich auch die Diagnostik der Schilddrüse ganz wichtig, dass man eben schaut, wie viel freies T3, aktives T3 ist denn da? Und das wird eben häufig gar nicht gemacht in dieser Standarduntersuchung. Ne? Genau. Da sagt man, es ist eigentlich alles in Ordnung und Frau hat trotzdem Beschwerden. Richtig. Da muss man, das stimmt, das wird leider nach wie vor häufig nicht untersucht. Da muss man vielleicht auch nochmal als Patient, wenn man betroffen ist, nochmal nachfragen, wie sieht es denn mit meinem T3 aus? Weil dieser Zusammenhang oft übergangen wird, ja. Und ganz ähnlich, glaube ich, können wir das auch mit den Östrogenen sehen, ne? Also da wird auch ganz viel Regulation im Darm, passiert ganz viel Regulation im Darm. Wie ist denn da der Prozess?
Das ist genau, weil du es gerade gesagt hast, ist eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Prozess. Also man muss sich die Darmflora immer vorstellen wie eine Multikulti-Stadt. Da gibt es ganz viele verschiedene Bakterienarten. Und eine Bakteriengruppe, die nennt sich das Östrobolom, die greift eben mit in den Östrogenhaushalt ein. Und das macht sie, indem sie ein ganz bestimmtes Enzym produzieren kann, die Beta-Glucuronidase, muss sich kein Mensch merken, aber damit man es schon mal gehört hat. Und dieses Enzym ist dann ähnlich wie bei den Schilddrüsenhormonen, ist in der Lage, inaktivierte Östrogene wieder zu aktivieren, indem sie einfach so ein kleines Molekülchen abzwickt und dadurch das Hormon wieder in seiner aktiven Form vorlegt, durch die Darmschleimhaut wieder in den Blutkreislauf gelangen kann und so dem ganzen Hormonsystem wieder zur Verfügung steht. Und da ist es dasselbe, wenn man da ein Ungleichgewicht im Östrobolom hat, zu viel oder zu wenig, dann beeinflusst das den Östrogenhaushalt und man hat unter Umständen, wenn da ein Ungleichgewicht besteht, eine Östrogendominanz oder auch einen Östrogenmangel. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum die Antibabypille die Wirkung verliert, wenn man Antibiotikum nimmt. Weil durch das Antibiotikum die Zusammensetzung der Darmflora, also wie soll ich sagen, ins Wanken gerät, einige Bakterien sterben, eben auch Bakterien des Östrobolomes sterben, dann nicht genügend von diesem Enzym produziert werden kann und die synthetischen Hormone der Pille im Darm nicht mehr in die aktivierte Form verwandelt werden können. Nur so, als wenn man sich ja oft denkt, wieso hat es was damit zu tun, wenn ich ein Antibiotikum nehme, warum wirkt dann die Pille nicht mehr? Und diese Wirkfunktion ist bei ganz vielen Medikamenten so. Also bei sogenannten Bro-Drugs, die erst durch die Darmflora in die aktivierte Form umgewandelt werden und dann letztendlich erst wirken können. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Dann abonnier doch unseren Kanal. Dort findest du viele weitere spannende Videos. Hinterlass auch gerne einen Kommentar und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema mit uns. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Und übrigens, Quellenangaben und viele weitere Infos findest du in unserer Infobox.